Dankeschön. Ja, hallo Düsseldorf. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das am besten hier handhaben will. Und ich habe beschlossen, dass ich einfach mal etwas experimentiere hier. Und ich habe schon gehört, dass die Düsseldorfer Community hier immer ein bisschen so versucht, neue Wege aufzusuchen, um Sachen zu machen. Und deshalb wollte ich auch für mich jetzt hier einfach was Neues versuchen. Ich werde jetzt hier nicht einen klassischen Vortrag halten, sondern eher interaktiver an die Sache herangehen. Ich werde kurz über das eigentliche Thema, die Grundbegriffe erklären. Und dann werde ich größtenteils live das Ganze zeigen und da ist dann auch eine Diskussion erwünscht. So, ich lege dann mal los. Erst einmal, was ist AMP oder AMP? Das hieß ursprünglich Accelerated Mobile Pages, das ist es aber mittlerweile nicht mehr, weil es nicht mehr nur auf die mobile Landschaft begrenzt ist. Das kann man auch für Desktop-Webseite nutzen. Es ist ein HTML-Framework, um Best Practices im Webentwicklungsbereich in Komponenten zu packen, die man einfach so nutzen kann und die es einem sehr schwer machen, etwas falsch anzugehen. AMP hat begonnen mit dem Ziel, das Open Web als solches mit einem letzten verzweifelten Versuch zu retten. Die Sache ist nämlich die, dass mittlerweile das Internet, was wir alle zusammen als Entwickler und als Seitenbetreiber aufgebaut haben, dass das immer ausgrenzender wird, einfach durch seine technische Beschaffenheit. Es ist so, dass eine Webseite, die heutzutage modern aufgebaut wird mit den neuesten Plugins und viel React-Komponenten und super JavaScript-Interaktion, dass die in großen Teilen der Welt eigentlich unnutzbar ist, weil die Datenmengen, die da übertragen werden und die Prozessleistung, die dafür gebraucht wird, die kann man sich nicht überall leisten, schlichtweg. Wenn ein Blogartikel 20 Megabyte downloaden muss, nur damit man den lesen kann, dann ist das schön und gut hier in Europa und in den Vereinigten Staaten zum Beispiel. Aber es gibt ganze Länder, wo solche Seiten halt komplett unnutzbar sind, weil sich die niemand leisten kann. Das hat dazu geführt, dass an manchen Orten der Erde, dass es das Internet mittlerweile nicht mehr gibt. Es ist so, dass das durch proprietäre Apps, wie zum Beispiel die Facebook-App oder die WhatsApp-App, abgelöst wurde, weil das die Kosten halt einschränkt. Und es gibt Länder, wo niemand online geht, niemand ins Internet geht, um Informationen zu kriegen, sondern die starten die Facebook-App und lesen die Posts da und stellen Fragen da oder Fragen über WhatsApp, weil das ist das Einzige, was für die nutzbar ist. Das heißt, wir haben einen sehr schlechten Job gemacht, um Webseiten aufzubauen, die das Grundprinzip vom Internet, vom World Wide Web eigentlich erfüllen, nämlich, dass die Information zugänglich für jeden sein sollte. Und dadurch, dass wir das so gemacht haben, ist es mittlerweile so, dass das Open Web eigentlich in Gefahr ist. Das AMP-Projekt, es ist ein Open-Source-Projekt. Es wurde mit dem Grundgedanken gestartet, dass es nicht mehr reicht, nur den Leuten zu sagen, was sie tun sollten, sondern dass auf der einen Seite Sachen erzwungen werden müssen und auf der anderen Seite Sachen vereinfacht werden müssen, damit es einfacher ist, es richtiger zu machen, als es falsch zu machen. In puncto Performance, in puncto Zugänglichkeit, in puncto Benutzerfreundlichkeit. Und dementsprechend ist das dann so aufgebaut worden, dass es sehr viele Einschränkungen hat, was das erst einmal für viele Leute ein bisschen bedenklicher macht. Aber diese Einschränkungen, die haben einen ganz konkreten Zweck. Alle diese Einschränkungen führen dazu, dass das, was man aufbaut, dass das die gröbsten Fehler unmöglich macht, die heutzutage in der modernen Webentwicklung gemacht werden. Und ich werde jetzt ganz kurz auf das Thema Google eingehen, weil AMP ist ein sehr kontroverses Thema, weil sehr viele Leute
da Ihre Meinung dazu haben, wie das mit Google vereinbar ist und was das bedeutet für das Internet. Ich will das nur einmal ganz kurz anreißen. Es ist so, dass AMP als Projekt, das ist ein Open-Source-Projekt, das ist kein Google-Produkt. Und es ist auch seit kurzem, geht das durch den Prozess, um in die OpenJS Foundation aufgenommen zu werden. Da sind noch ein paar Bausteine, die noch geändert werden müssen, um es komplett von Google loszutrennen, weil Google hat die Entwicklung gestartet und deshalb ist noch viel Infrastruktur, die halt auf Google basiert. Aber Google hat das Projekt abgegeben, das soll ein reines Open-Source-Projekt sein und die OpenJS Foundation sorgt jetzt dafür, dass die komplette Governance, die komplette Art und Weise, wie das Projekt geleitet wird, von Google abgelöst wird, um klarzustellen, dass das nicht ein Google-Produkt ist, sondern das ist ein Open-Source-Projekt, wo halt Google einer der Investoren ist, die sich davon halt etwas erhoffen. Und was erhofft sich Google davon? Ganz einfach ist es so, dass Google das Open Web braucht, weil wenn wir es schlecht finden, dass alles nur noch über Facebook und ähnliche Plattformen geht, dann ist das nicht nur für uns schlecht. Es ist auch so, dass Google ohne das Open Web gar nicht existieren würde. Von den großen Firmen ist es wahrscheinlich die eine Firma, die am meisten davon abhängig ist, dass das Open Web längerfristig Erfolg hat. Und dieser Erfolg, der muss sich heutzutage nicht mehr gegen die Bücher beweisen, wie das beim ursprünglichen Internet der Fall war, sondern heutzutage bedeutet Erfolg, dass das Open Web wettbewerbsfähig ist gegenüber den modernen Apps für iPhone und Android-Telefone. So viel zu dem Thema. Und jetzt will ich erst einmal in groben Schritten zeigen, was AMP so macht. Erst einmal haben wir hier eine ganz normale WordPress-Seite. Wir sehen hier das 2020-Theme darauf mit einem sehr netten Logo. Sehr bunt, sehr schön. Ich werde jetzt mal hier den, Moment, ich versuche das mal größer zu machen. Jetzt geht das nur unten größer. Das können wir wahrscheinlich hier auch größer machen. Nee, dann machen wir das anders. Dann machen wir das so. So. Jede Webseite ist eigentlich aus drei Grundbestandteilen aufgebaut. Man hat das Markup, das in HTML geschrieben ist. Das ist hier das, was ihr so direkt seht. Das ist ein HTML-Tag. Das sind die Bestandteile, die von eurem Server an den Browser geschickt werden. Das ist das Markup. Und das Markup kann noch Verweise auf zwei andere Grundkomponenten beinhalten, nämlich CSS für das Styling und JavaScript für die Interaktion. Und die sind in der Regel im Markup verlinkt. Also hier sehen wir dann zum Beispiel, wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, hier sehen wir dann zum Beispiel eine Style Sheet. Das ist eine CSS-Datei, die hier verlinkt wird. Dann sehen wir hier wahrscheinlich auch, hier sind JavaScript-Dateien. Also das wird alles verlinkt und das wird dann alles an den Browser geschickt. Und wenn wir eine WordPress-Seite aufbauen, dann ist es doppelt schwer, das jetzt so aufzubauen, dass das performant ist, weil normalerweise will man die einzelnen Verlinkungen reduzieren zum Beispiel. Man will nicht, dass man 50 CSS-Dateien schickt und 50 JavaScript-Dateien. Aber bei WordPress gibt es diese Zentralisierung nicht. Das heißt, für jedes Plugin, das ihr installiert, kommt wahrscheinlich eine CSS-Datei und eine JavaScript-Datei hinzu. Das Theme hat schon seine eigenen Dateien. Letztendlich kann es dazu führen, dass diese Seite 50 Serverübertragungen macht mit allen möglichen Dateien und sehr viel Daten übertragen werden. Und dann, wenn das Ganze im Browser landet, dann muss das auch noch verarbeitet werden. Da ist auch wiederum von WordPress aus ist da nichts, was zentralisiert wird, sodass dann die Plugins miteinander konkurrieren um den Bildschirmanteil, den sie haben.
Und das führt dann dazu, dass einerseits die Seite wild umherspringt, während sie aufgebaut wird, wo man das dann nicht wirklich nutzen kann. Jedes Mal, wenn das so hin und her springt, das bedeutet eigentlich, dass der Browser alles vom Layout her neu rechnen muss. Das ist alles auch sehr schlecht für die Performance. Auf einem modernen Computer ist das jetzt nicht unbedingt so schlimm. Aber wenn man ein älteres Telefon hat zum Beispiel, dann kann das sein, dass man 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden wartet, bevor man den Inhalt lesen kann. Das ist alles eine Situation, die so eigentlich nicht tragbar ist. Und AMP ist ein HTML-Framework, das heißt, AMP erweitert den Wortschatz vom HTML, den ihr hier seht. Das heißt, wo wir jetzt hier die einzelnen Tags haben, wie einen Button und ein H1 und ein Div, das sind alles eingebaute Tags, eingebaute Komponenten, die HTML von sich aus schon versteht. Und AMP ist so aufgebaut, dass es dieses Vokabular erweitert durch eine Technologie, die man Web Components nennt. Das ist ein relativ rezenter Standard, der es ermöglicht, dass man das HTML selbst erweitern kann. Dadurch kann man auf einmal mehr von diesen HTML-Begriffen nutzen mit neuer Funktionalität. Das ist grundsätzlich, wie AMP aufgebaut ist. Das heißt, zum Beispiel, um Bilder performanter zu machen, hat AMP dann anstelle des Image-Tags, also IMG, bietet AMP dann ein AMP-Image-Tag. Der sieht relativ ähnlich aus, aber hinter den Kulissen passiert dann sehr viel, um das zu optimieren. Da ist dann Lazy Loading mit drin, da ist dann mit drin, um im Voraus auf dem Server zu errechnen, wie groß das Bild ist, sodass die Seite nicht umherspringt. Da ist mit drin, dass die exakte Version, die von der Bilddatei geladen werden muss, schon im Voraus bestimmt wird und so weiter und so fort. Das ist das Grundprinzip, wie AMP aufgebaut ist. Und wenn man jetzt eine komplett neue Seite, eine statische Seite aufbauen würde, könnte man eigentlich damit loslegen, dass man sofort dieses Vokabular benutzt und dann hätte man eine Seite, die sehr viele Performance-Probleme im Voraus vermeidet. Und eine Frage, die oft gestellt wird, ist, ja, warum ist AMP denn eigentlich notwendig? Weil das, was es macht, das kann man ja jederzeit auch manuell machen. Und es ist so, dass ja, man kann das machen. Außerhalb vom WordPress-Bereich ist es so, dass wenn man das machen will, dann braucht man ein Entwicklerteam, das sich darauf spezialisiert, um die gleiche Performance zu kriegen. Im WordPress-Bereich wird das immer mehr unmöglicher gemacht, weil man diese zentrale Kontrolle nicht so hat. Das heißt, sobald man Plugins nutzt und Themes nutzt im WordPress-Bereich, dann fängt man eigentlich schon im Minusbereich an, was die Performance anbelangt. Und deshalb, ja, man kann das alles manuell machen, aber niemand sollte ein Riesenteam und Wahnsinnsbudget brauchen, nur um ein brauchbares Resultat zu erzeugen. Das sollte eigentlich alles sehr viel einfacher sein. Und das ist halt das Problem, was AMP versucht zu lösen. Sodass alles, was diese sehr technische Optimierung angeht, wo man wirklich wissen muss, wie ist der Browser aufgebaut, was passiert hinter den Kulissen, wie läuft die Netzwerkübertragung und so weiter und so fort, was man eigentlich als Inhalteersteller gar nicht zu wissen brauchen sollte, AMP will das alles auf automatische Art und Weise lösen. So, bei WordPress ist es jetzt so, dass es im Moment ein paar Möglichkeiten gibt, wie man AMP nutzen könnte. Es gibt ein paar Plugins, die auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, WordPress für AMP bereit zu machen. Die meisten von denen bauen allerdings darauf auf, dass sie, was auch immer an Seite da ist, ersetzen durch eine AMP-Seite. Das heißt, sie benutzen einen Teil des Inhalts, aber die komplette Form ist eine andere, weil es dann fertige Komponenten nutzt, ein separates Theme nutzt und so weiter und so fort. Und oft ist es auch so, dass dann die Erstellung der Inhalte sehr viel schwieriger ist, weil man sich dann an diese Plugins gewöhnen muss.
Ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel, was ich hier zeigen wollte, ist, ich glaube, das war mvwp.com. Also es gibt mehrere von diesen Plugins und es ist jetzt nicht so, dass die einen besser oder die anderen schlechter sind, aber sie haben unterschiedliche Herangehensweisen. Hier ist jetzt eins von den bekannteren, was dann in einer freien Version und in einer bezahlten Version ist. Und ich wollte mal zeigen, was das dann bedeutet. Nämlich, also wenn ich hier auf Features gehe, dann ist es eigentlich so, dass der Schirm, den ihr da seht, das ist das Endresultat, was ihr kriegt, sogar wenn eure Seite eigentlich anders aussieht. Weil wenn ihr dann das Plugin nutzen wollt, dann müsst ihr deren Theme nutzen, damit das überhaupt funktioniert. Dadurch ist es sehr viel einfacher. Oft ist es so, bei dieser Art von Plugins, man installiert sie und dann hat man AMP. Nur man hat seine Seite nicht mehr. Und deshalb ist das nicht unbedingt für jeden interessant. Wenn man nur die SEO-Vorteile von AMP haben will, dann ist das schön und gut. Aber wenn man eine Webseite haben will, die eure Design-Ideen verpackt und sie trotzdem dann AMP-gerecht anbietet, dann funktioniert diese Art und Weise nicht so gut. Weil nicht jeder will dann eins von diesen vorgefertigten Themes für seine Seite benutzen. So, und dann gibt es eine andere Herangehensweise. Das ist das offizielle Plugin eigentlich. Offiziell wird es genannt, weil es vom M-Projekt direkt unterstützt wird. Und das hat eine ganz andere Herangehensweise. Das ist allerdings im Moment eher an Entwickler gerichtet. Was das Plugin versucht, ist, eine bestehende Seite zu nehmen und sie vollautomatisiert in eine AMP-Seite umzuwandeln, während alles, was an Design und Interaktion da ist, beibehalten wird. So, das ist natürlich ein sehr hoch gestecktes Ziel und diese Automatisierung, da ist das Plugin so bei, sagen wir, 30%, einfach mal grob geschätzt, weil bei WordPress ist es halt so, dass es gibt keine Regeln, was ein Plugin oder ein Theme machen kann oder darf oder sollte. Und dementsprechend, wenn man jetzt x-beliebige Plugins installiert, da weiß man nie, was man kriegt. Dementsprechend weiß auch das Plugin nicht, was da zu machen ist. Allerdings ist es so, dass schon alle Standard-Themes, die bei Core drin sind, wie zum Beispiel jetzt zuletzt das 2020-Theme, die sind schon komplett unterstützt, da funktioniert es auch schon. Es sind auch ein paar von den größeren Plugins, die schon Unterstützung dafür haben. Und die Idee ist eigentlich, dass die Automatisierung so weit wie möglich fortschreitet und das, was nicht automatisiert werden kann, durch das Ökosystem aufgefangen wird. Und an allerletzter Stelle, die 2%, die dann immer noch hapern, das ist dann der Entwicklungsaufwand, den man noch selbst einbringen muss, um die Seite dann umzuwandeln. Ich will jetzt mal zeigen, was das Endresultat dann ist. Erst einmal, also hier die Seite, das ist jetzt das 2020-Theme von WordPress. Das ist einfach eine ganz banale, ein ganz banaler Post hier. Ich habe das Plugin schon installiert. Und jetzt gehen wir mal hier in General in die Einstellungen. So, jetzt sehen wir, das Plugin ist schon aktiv für die Webseite und wir haben den Reader-Mode aktiviert. Wenn ich jetzt zur Webseite gehe, das ist natürlich jetzt sehr klein. Hier oben in der Ecke, oben rechts, da seht ihr, da ist eine Extension in meinem Browser, die erkennt, ob AMP verfügbar ist. Und wenn man auf die Webseite wechselt, dann zeigt das an, ob das AMP valide ist oder nicht. Es ist nämlich so, dass AMP aus zwei Teilen besteht. Einerseits dieses Vokabular, das man nutzen kann, um seine Seite aufzubauen. Andererseits ein Regelwerk, das durchlaufen wird, um festzustellen, ob das AMP, das produziert wurde,
ob das alle Voraussetzungen erfüllt oder nicht. Und nur wenn es alle Voraussetzungen erfüllt, kriegt das die vollen Vorteile von AMP. Deshalb ist es wichtig, dass man immer versucht, diese Vorteile zu erfüllen. Ich gehe später noch ein bisschen drauf zu, was ein paar von denen nicht so direkten Vorteilen sind. So, wenn ich hier jetzt auf diese Erweiterung klicke, dann wechsle ich auf die AMP-Seite. Und erst einmal wird das erschreckend sein, weil ich bin im Reader-Mode, das ist der Kompatibilitätsmodus. Und dann funktioniert dieses Plugin genauso wie die anderen. Es ersetzt eigentlich die ganze Seite durch eine andere und übernimmt nur die Inhalte. Da seht ihr jetzt, dass mein Titel, das Bild, das ich da reingeklebt habe, das ist alles noch erhalten geblieben. Allerdings ist das Design ein komplett anderes. Das hat mit 2020 jetzt nichts mehr zu tun. Bei dem Design geht es einfach nur darum, dass das halt so kompatibel und so performant wie möglich ist. So, wenn ich jetzt zurück auf die normale Seite gehe und gehe in die Einstellungen, jetzt gehen wir in den Übergangsmodus. Und dann fängt es an, interessant zu werden. So, jetzt speichern wir das erst einmal. So, Übergangsmodus aktiviert. Wunderbar. Jetzt gehen wir wieder zurück auf die Webseite. Wir sehen hier, AMP wurde erkannt. Wir sehen hier auch in der Admin-Bar, da haben wir auch eine Einbindung. Auch da können wir auf die AMP-Version wechseln. Und wenn ich mir jetzt die AMP-Version ansehe, dann merkt ihr erst einmal überhaupt keinen Unterschied. So, ihr seht hier, wir haben jetzt hier einen Validierungsfehler bei der Extension gesehen. Dieser eine Validierungsfehler, der wird später noch eigentlich eher in eine Debug-Meldung umgewandelt. Das ist nämlich, weil die Admin-Bar hier noch aktiv ist, weil ich eingeloggt bin. Weil die Admin-Bar, die hat halt alle möglichen Sonderfunktionen, die in AMP gar nicht sein sollten. Deshalb wird die für WordPress hier einfach als Dev-Mode markiert, wenn die präsent ist, sodass die nicht einfach rausgerechnet wird von AMP. Deshalb kriegen wir allerdings diese Validierungsmeldung. Wenn ich jetzt nicht eingeloggt bin, wenn ich jetzt zum Beispiel im Incognito-Fenster dieselbe Seite aufmache, da kriege ich noch dieselbe. Gut, das sollte eigentlich jetzt grün sein. Da ist dann wahrscheinlich irgendein Cache, der noch aktiv ist. Eigentlich sollte das jetzt grün sein, weil die Admin-Bar nicht mehr da ist. Das würde dann so funktionieren. Tut es jetzt nicht. Gut, verliere ich zu viel Zeit damit. Aber wir sehen hier, dass wir jetzt hier einen grünen Pfeil haben. Das heißt, die Validierung, die im Plugin mit eingebaut ist, weil das Plugin hat auch eine Validierung, die sagt uns jetzt, hier ist alles gut, das AMP, das sieht konform aus, das wird jetzt so klappen, wenn das veröffentlicht wird. Wie ihr gemerkt habt, war da nicht wirklich ein Unterschied zu entdecken. Das Plugin hat noch eine weitere Funktion, nämlich einen Paired Browsing Mode. Und jetzt sehen wir hier auf der linken Seite die reguläre Webseite und auf der rechten Seite das, was das Plugin erstellt hat, um optimiertes AMP zu generieren. Und manchmal kann man da sogar bei validen Seiten jetzt Unterschiede bemerken. Meist ist das dann, dass irgendeine CSS-Regel in der AMP-Version nicht greift, weil das Markup geändert wurde. Dann muss man das CSS anpassen. Aber in der Regel, wenn man die Meldung kriegt, dass das valide ist, dann ist man schon auf dem guten Weg, weil meist kriegt man sehr viele Fehlermeldungen erst einmal. Hier mit diesem Paired Browsing Mode, das lässt einen dann gut vergleichen, ob alles sauber übernommen wird oder nicht. Ich will jetzt mal zeigen, was das jetzt an der Seite geändert hat. Erst einmal hier. So, das ist jetzt das reguläre HTML und hier mache ich dann das andere in einem separaten Fenster auf. Kann ich jetzt noch beide hier anzeigen, wo ist das andere hin? So,
gleich am Anfang beim HTML-Tag sieht man, links ist das reguläre HTML, rechts sieht man, da ist ein AMP-Attribut mit drin. Das AMP-Attribut, das kennzeichnet eine valide AMP-Seite. Das heißt, daran erkennt man sofort, ob die Seite AMP ist oder nicht. Das ist auch das, was die Extension nutzt, um das zu erkennen. Und dann sehen wir hier, dass die Head-Einteilung, dass die komplett anders aufgebaut ist. Da haben wir dann anstatt diese ganzen CSS-Dateien und JavaScript-Dateien und hier und da, haben wir hier eigentlich nur eine sehr begrenzte Anzahl an JavaScript-Dateien. Wir haben das eigentliche Runtime, das AMP-Funktionalität ermöglicht. Und dann haben wir hier in diesem Fall drei erweiterte Komponenten. Bei AMP ist es so, dass ein paar Komponenten eingebaut sind und alle anderen sind erweitert. Das heißt, man muss nicht das komplette AMP-Framework downloaden, wenn man nur irgendwo ein Bild ersetzen will. Das ist alles so gemacht, dass das auch, dass man immer nur das nutzt, was man eigentlich braucht. Und dann sehen wir hier, dann kommt eigentlich Inline-CSS. Das ist das CSS, was für die Seite gebraucht wird, nachdem es einen Tree-Shaking-Prozess durchlaufen hat. Das heißt, es wird geguckt, für diese Seite, was wird denn jetzt tatsächlich genutzt vom CSS? Und nur das, was tatsächlich genutzt wird, bleibt übrig. Das wird in die Seite geklebt und dann werden alle CSS-Abrufe, die normalerweise den Server treffen, die sind dann alle raus. Es wird überhaupt kein Zusatz-CSS mehr geladen. Das heißt, wir haben das AMP-Runtime, wir haben ein paar Komponenten, die wir brauchen, und das war's. Ansonsten brauchen wir keine Netzwerkabfragen mehr. In der Regel ist es so, dass eine AMP-Seite dann eher statischer Content ist und da diese AMP-Komponenten, da die über ein CDN verfügbar sind, kann man jetzt diese Seite, den Inhalt dieser Seite, da alles in der Seite drin ist, kann man dieses HTML so auf einen CDN-Server machen, um die Seite einfach statisch auf der ganzen Welt schnell downloaden zu können. Also ein CDN ist ein Content Delivery Network. Das heißt, dass anstatt einen Server auf dem Erdball zu haben und jeder auf dem ganzen Globus muss auf diesen Server zugreifen, verteilt man es auf lokalere Server, sodass jeder eine kürzere Distanz hat, um etwas runterzuladen. Allerdings ist es so, dass ein CDN nur funktioniert für statischen Content, weil das CDN hat ja nicht die Serverdaten, um irgendwelche Interaktionen zu ermöglichen. Deshalb kann man nur statischen Content über CDN-Netzwerke verteilen. Und mit AMP, mit dem Endresultat von AMP, ist es möglich, diese Verteilung zu machen. Das ist halt schon mal wieder ein relativ großer Vorteil. Und wenn wir dann hier weiter runterscrollen, dann sehen wir, wenn wir jetzt genau auf die Tags achten, also das ist das, was hier lila ist, ich weiß nicht, wie gut man die Farben hier erkennen kann, dann haben wir zum Beispiel, hier haben wir zum Beispiel einen Button. Im 2020-Theme ist es so, dass die ein paar Grundkonzepte aufgebaut haben, das über JavaScript implementiert haben. Das heißt, 2020 erlaubt es jedem, sogenannte Toggles zu machen, also etwas, was man klickt, um es an- und auszuschalten. Und es erlaubt es jedem, ein Modal zu machen, etwas, was aufklappt, um anderen Inhalt zu zeigen. Ich kann kurz zeigen, was das ist bei 2020. Wo habe ich jetzt das andere Fenster? Ah, hier. Geh weg. So, hier, wenn ich drauf klicke, das ist ein Toggle und der Toggle wird ein Modal öffnen. So, das ist das, was das macht. Und das wird in 2020, wird das alles mit Custom JavaScript implementiert. Und wenn ich jetzt in die AMP-Variante gucke, da funktioniert das tatsächlich auch noch, obwohl wir ja eigentlich statischen Content da haben. Und das eigentliche JavaScript, was wir hatten, das ist ja, wird ja gar nicht mehr geladen. Es ist so, dass für AMP alles in deklarativen Code umgewandelt wird. Also wo wir normalerweise dann JavaScript haben, ist es hier so, dass das Ganze im HTML direkt drin ist. Wir haben hier dieses on, das ist, um
Event-Händler festzulegen. Und dann haben wir hier ein bestimmtes Syntax. Zum Beispiel, wenn das geklickt wird, dieses Tab, das heißt spezifisch nicht Tab, das heißt spezifisch nicht Klick, weil Tab reagiert nicht nur auf einen Klick, sondern auch, wenn man über ein Touch-Interface damit interagiert oder wenn man über die Tastatur damit interagiert. Das heißt, man muss nicht alles 15 Mal programmieren für jedes Benutzerinterface, sondern man hat etwas, das generalisiert ist und dann funktioniert das für alles. Deshalb ist es zum Beispiel sehr viel einfacher, Webseiten behindertengerecht zu programmieren, weil das Interface irrelevant ist. Man hat nur dieses Tab und das wird funktionieren so oder so. Und hier mit diesem Tab, da sagen wir, ja, dann wird das Element mit dieser ID wird geöffnet. Und wenn wir jetzt gucken, wo diese ID ist, das finden wir, glaube ich, hier ein bisschen tiefer. So, hier, das ist das, hier, das ist die ID, die wir da gesehen haben. Da sehen wir, das ist eine Amp Lightbox. Und diese Amp Lightbox, die übernimmt die komplette Logik, um etwas aufpoppen zu lassen, damit zu interagieren, die Kontrolle ordentlich zu steuern, sodass man zum Beispiel die Escape-Taste drücken kann, damit das sich wieder schließt, und so weiter und so fort. Das ist alles, wird das übernommen von Amp und man braucht nur ein paar Zeilen HTML, um es zu nutzen. Man muss nicht lange in JavaScript rumbasteln. Man braucht keine 13 Frameworks mit Webpack und hier und da, um das zu bewerkstelligen. Es ist einfach nur eine Zeile HTML. Und ja, hier sieht man dann halt diese AMP Lightbox. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie das HTML einfach erweitert wurde. Das heißt, wir haben ein neues Wort in unserem HTML-Wortschatz, das wir nutzen können, das ein ganz bestimmtes Problem löst. Ein Problem, das man eigentlich jedes Mal hat, wenn man eine Webseite aufbaut, aber für das HTML leider keine gescheite Lösung anbietet. Deshalb ist es halt so, dass mittlerweile alles in JavaScript gemacht wird, weil HTML, wie vorhin schon kurz erwähnt, HTML versucht, mit Büchern zu konkurrieren. Und in Büchern, da reicht es, wenn man weiß, was der Titel ist und was ein Paragraph ist. Aber heutzutage ist das Internet ein anderes und die Use Cases sind andere. Und deshalb reicht es nicht mehr, dass man Paragraphen und Titel hat. Man braucht andere Bausteine, um dieses Web aufzubauen. Und AMP ist halt ein Weg, um das zu erreichen. So, dann will ich noch kurz zeigen, wie das dann passiert, wenn das nicht sauber alles unterstützt wird. Also erst einmal gehen wir hier raus. Ich verkleine mal wieder, damit ich mich zurechtfinde hier. Ich werde jetzt eine neue Seite hier aufbauen. Erst einmal den glücklichen Fall, ich habe hier ein Plugin installiert, das ein paar Komponenten zu Gutenberg hinzufügt. Das ist ein Plugin, das man frei installieren kann. Es ist eines der wenigen, die schon aktive Unterstützung für AMP mit eingebaut haben. Es ist alles noch nicht hundertprozentig, das ist alles relativ rezent, aber das funktioniert schon relativ gut. Das heißt, hier auf meiner Seite, wenn ich jetzt hier Inhalte einfüge, so, jetzt sagen wir, jetzt machen wir hier mal einen Hero-Header und dann machen wir sowas und dann machen wir hier noch die Testimonials, so, veröffentlichen. So, das ist alles Standard Gutenberg. Oder sagen wir besser, der Standard Block Editor. Wenn ich jetzt hier auf die Seite gehe, so, erst einmal, das ist die normale Seite. Da sieht dann alles nett aus. Jetzt gehe ich auf die AMP-Version der Seite und ich sehe, das sieht immer noch nett aus. Das heißt, unter gewissen Voraussetzungen leistet dieses Plugin schon eine wundervolle Arbeit, indem es eigentlich alles automatisiert. Und das ist das Endziel, dass das immer so funktioniert. Allerdings läuft das da nicht immer so. Jetzt werden wir ein Experiment machen. Ich habe hier eine alte Version von meiner eigenen Homepage.
die ist komplett nicht AMP-kompatibel und ich werde jetzt das AMP-Plugin installieren und dann gucken, was das an AMP produziert. Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, das heißt, es wird jetzt sehr spannend, vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber ich wollte das einfach mal so testen. Also, erst einmal installieren wir das Plugin. Wie ihr seht, habe ich nur die Datenbank angepasst, dass sie überhaupt lokal läuft. Mehr habe ich nicht damit gemacht. So, dann installieren wir hier das AMP-Plugin auf der Seite. Die Seite schmeißt auch schon lauter Fehlermeldungen, ist nicht kompatibel mit der neuesten PHP-Version. Wie gesagt, ein paar Peinlichkeiten werden jetzt drin sein. Es ist eine alte Version von meinem persönlichen Blog und viele von euch kennen das vielleicht. An Kundenseiten ist man immer sehr daran interessiert, dass man so ordentlich wie möglich arbeitet, aber das Schusters Kinder haben die schlechtesten Sohlen oder wie man das sagt, bei der eigenen Webseite ist das immer sehr viel schwieriger, das ordentlich zu machen, weil man die Zeit nicht findet. So, jetzt habe ich theoretisch das Plugin hier installiert. Dann gucken wir mal. Ja, da ist das AMP-Plugin. Und wie ihr seht, ist das hier eher so eine typische WordPress-Seite mit allen möglichen Plugins und tralala. Und jetzt gehen wir dann hier erst einmal auf die Einstellungen. Also der Reader-Mode ist jetzt erst einmal aktiv. Wir können uns nochmal anschauen, was das dann macht. Wenn wir jetzt auf die AMP-Seite wechseln. AMP ist gar nicht... beim Reader-Mode ist es auch so, dass der keinen Support hat für die Homepage. Der hat nur Support für einzelne Posts oder Pages, weil der nur einen einzelnen Inhalt umbauen kann. Das heißt, ich gehe jetzt einfach auf den ersten Blogpost hier, dann sehen wir, dass AMP wieder verfügbar ist und dann wechseln wir auf die AMP-Version und dann sehen wir, dass das wieder eine ganz andere Seite ist. Also ist Query Monitor auch aktiv, sehe ich. Das schalte ich allerdings schnell aus. Ah, nee, lassen wir das mal an. So, dann gehen wir zurück. Und jetzt schalten wir halt diesen Transitional Mode ein. Der Übergangsmodus. Hier ist die Seite auf Englisch. Und dann gehen wir zurück auf die Seite. Und jetzt wird es spannend. So, jetzt sehen wir uns die AMP-Version an. Jetzt wird AMP erst einmal rattern, um das alles umzusetzen. So, und jetzt sehen wir oben das Symbol, das vorhin so schön grün war. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr grün und zeigt uns an, es gibt 41 Probleme mit dieser Webseite, um das AMP valide zu machen. Wenn ich mir jetzt die Webseite im Detail anschauen werde, werde ich wahrscheinlich merken, dass das zwar relativ ähnlich ausschauen kann, aber oft ist es so, dass dann Elemente fehlen. Und wenn ich jetzt hier auf diese Validation Issues klicke, dann kriege ich erst einmal gar nichts. Error Index. Das will jetzt nicht. Gehen wir mal auf eine einzelne Seite, einzelnen Post. So, 52 Validation Issues. Oha, was ist denn hier los? Irgendetwas scheint hier. Also das kann natürlich durch diese PHP-Fehler sein. Was sind das dann? Ich deaktiviere mal diese Plugins. Deactivate, was ist das? BB Ultimate Add-on. Und dann noch ein. Wie gesagt, das ist jetzt Teil einer Live-Vorführung, die nicht geplant ist. MU Plugins.
den Commons und bekommt dann Demo Plugins, WP Engine. Nee. So, gucken wir mal, ob die Fehler weg sind. Das sieht besser aus. Versuchen wir es halt noch einmal. Ne, das will jetzt nicht. Gut, das ist natürlich jetzt doof. Ich versuche mal WordPress zu updaten, kann sein, dass das daran liegt. Lassen wir das mal laufen. Ich erkläre vielleicht kurz, was da passiert. Man kriegt dann eine Liste an Fehlern. Ich kann vielleicht auf der anderen Seite die zeigen. Hier haben wir unsere Testseite. Machen wir hier eine neue Seite. Hatte ich irgendwo. So. Custom.js-Test. So, wir machen hier einen Custom-HTML-Block. Ach, das ist jetzt. Auf Deutsch heißt das nur HTML, scheinbar. So. Ich paste hier halt HTML rein. Das brauchen wir allerdings nicht. So, ein Canvas-Element, mit dem wir über JavaScript reinmalen. Das malt dann einfach einen Textblock da rein, einen Fachblock da rein. Also Canvas-Element ist einfach eine Malfläche und dann über JavaScript malen wir da rein und das ergibt dann das. So, das veröffentlichen wir. Jetzt sagt uns M schon im Gutenberg-Editor, wenn wir das veröffentlichen, seht ihr schon, dass es hier einen Validierungsfehler gibt. Ungültiges Element-Skript. Und hier können wir auf Fehler prüfen gehen. Und dann sehen wir hier ungültiges Element-Canvas und ungültiges Skript. Wenn wir uns die Details anschauen, dann haben wir sogar eine Erklärung, was da los ist. Warum ist das ungültig? Warum ist das keine gute Idee, dass man das so macht? Und manchmal sogar Links, die einen zu weiteren Informationen führen, wie man das beheben kann. Und hier beim Quellenverlauf sehen wir dann, wo kommt das her? Das wurde im The Content Filter aufgegriffen und wahrscheinlich vom Core HTML Block erzeugt. Das heißt, das Plugin sagt einem eigentlich schon, okay, du hast hier ein Problem auf deiner Seite, du versuchst etwas zu machen, was mit AMP nicht erlaubt ist und du musst das von Hand ändern. Entweder, indem du das entfernst oder ersetzt durch eine alternative Art und Weise, die mit AMP kompatibel ist. Und das Plugin zeigt einem dann konkret auf, wo das Problem zu finden ist. Und eher genauso mit dem ungültigen Skript. Da hat man auch die Erklärung, beliebiges JavaScript ist in AMP nicht erlaubt und so weiter und so fort. Und dann hat man hier weiterführende Links, was man sich eventuell anschauen kann, um das zu beheben. Und wieder sieht man hier, wo das herkommt. Man kann sich anschauen, was das Problem eigentlich ist. Hier ist dieses Skript dann reinkopiert, sodass dieses Plugin, es ist nicht nur ein Tool, um diese Verwandlung zu automatisieren, es ist auch ein Debugging-Tool, um von nicht validem AMP zu validem AMP zu wechseln. Deshalb kann man dann schnell feststellen, wo das Problem ist. Und standardmäßig ist es so, dass das AMP-Plugin versucht, AMP zu aktivieren. Das heißt, es entfernt alles, was ungültig ist. Man hat hier diesen Knopf entfernt. Das heißt, wenn ich auf die Webseite gehe, Moment, das war die, hier die Custom.js-Test. So, auf der Nicht-AMP-Version haben wir dann dieses Feld und auf der AMP-Version ist es weg. Deshalb haben wir immer noch kompatibles AMP. Und wenn ich jetzt bei dem Validierungsproblem sage, okay, aber das ist notwendig, das muss ich behalten. Das Plugin erlaubt das dann. Allerdings sieht man hier dann rechts,
dann ist AMP deaktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die URL gehe, sieht man oben in der URL, ich wurde sofort auf die normale Seite umgeleitet, weil die AMP-Version ist nicht valide. Das heißt, dieser Transitional Mode, der hat immer die Hauptseite und die AMP-Variante, wenn sie denn funktioniert, und notfalls verweist das immer auf die normale Variante zurück, sodass man dann nach und nach das aufbauen kann. Und noch als letzte Information, das eigentliche Ziel von dem Plugin ist es, dass man hier eventuell auf Standard schalten kann, weil auf Standard ist es so, dass die Webseite, jetzt haben wir natürlich den Validierungsfehler, dass die AMP-Seite, hier sehen wir jetzt, AMP ist aktiv und wir sind auf der normalen URL, dann, das nennt man dann AMP First. Und das ist dann eine Version, wo man halt sich nur noch um eine optimierte Variante von der Webseite kümmern muss. Das ist mit allen gängigen Browsern kompatibel, das läuft überall flüssig, da kann man eigentlich nicht mehr viel falsch machen und man braucht nicht diese zwei URLs ständig zu haben. Das heißt, das Endziel sollte eigentlich sein, dass man eine Webseite aufbaut, wo man halt sich nur um die AMP-Variante kümmern muss und die sollte dann auch einfacher zu managen sein als die normale Variante. So, ich habe jetzt allerdings wiederum sehr viel länger gelabert, als ich das wollte. Es gibt halt sehr viel zu erzählen da bei dem spannenden Thema, aber ich will jetzt schnell nochmal die Gelegenheit lassen für Leute, um erst einmal Fragen zu stellen. Ich bin auch späterhin während des Tages noch verfügbar, wenn jemand darüber diskutieren will, Fragen hat oder mich wild beschimpfen will, dann findet ihr mich draußen irgendwo bei einem Kaffeeautomaten oder so. So, gibt es denn Fragen? Okay, Testing 1, 2, 3, 11, 12, 12. Das Mikrofon ist nicht an. Testing. Ja, danke. Okay, also erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe irgendwie zwischendurch mitgekriegt, du arbeitest an 2020 mit oder hast mitentwickelt? Also ich arbeite an dem offiziellen Plugin arbeite ich mit okay. Als Entwickler, hauptsächlich an dieser Automatisierung zu arbeiten. Um das zu okay, verbessern. Alles klar. Also erstmal vielen herzlichen Dank dafür. Das ist sehr gut. Ja, ich hab einen riesigen Stapel an Fragen, weil ich auch professionell mit WordPress zu tun habe. Die erste Frage ist eine ziemlich allgemeine. Wie stark wird AMP von anderen Suchmaschinen auch genutzt? Also wie stark ist AMP akzeptiert, trotz des ist von Google genörgelt? Und wie ist da die Entwicklung in die Zukunft hinein? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, dass AMP eigentlich unabhängig von den Suchmaschinen funktioniert. In der Regel bringt es zum Beispiel schon SEO-Vorteile in allen Suchmaschinen einfach, weil der Content besser strukturiert ist, schneller lädt, die User zufriedener sind, besser konvertieren und so weiter und so fort. Das heißt, das hat auch direkt dann Einfluss, positiven Einfluss auf die Suchmaschinenresultate. Diese direkte Einbindung, die man in Google sieht, die funktioniert im Moment. Ich glaube, Google ist die einzige Suchmaschine, die das in der Form macht. Aber das ist möglich durch den AMP-Cache. Und Google bietet eine Variante vom Google AMP-Cache an, also vom AMP-Cache. Aber jetzt ist es zum Beispiel so, dass Bing auch einen separaten AMP-Cache anbietet. Das heißt, auch Bing wird AMP akzeptieren, wird AMP auf deren Servern im Cache speichern. Und wenn man bei Bing nach einer Seite sucht, die in AMP verfügbar ist, dann taucht die AMP-Version auf und wenn man drauf klickt, wird die superschnell aus dem Bing AMP-Cache geladen. Das heißt, da ist es zum Beispiel so, das ist nichts, was nur Google-spezifisch ist. Was im Moment Google-spezifisch ist, ist dieses Karussell, was sehr umstritten ist. Bei manchen Suchbegriffen hat man auf einmal ein Karussell, wo eigentlich die Inhalte schon auf eine Art und Weise in das Suchresultat eingebunden sind und man kann dann durchblättern. Das ist
technisch nur möglich durch AMP, weil bei AMP die Inhalte gespeichert werden können in dem Cache, ohne dass das datenschutzrechtlich problematisch ist. Und theoretisch kann jede Suchmaschine das anbieten. Allerdings ist das im Moment sehr umstritten. Google versucht halt immer, so viel wie möglich die Antwort des Besuchers schon zu, die Frage des Besuchers schon zu beantworten in den Suchresultaten, während andere Content Suchmaschinen Hijacking. Eher auf die Seite verlinken wollen. Also ja, das ist Content Hijacking, was Google gerne betreibt. Also das wird wahrscheinlich nicht jeder machen, aber technisch kann das eigentlich jeder nutzen. Der AMP-Cache, das ist etwas, was jeder auch selbst hosten kann, wenn er das will. Allerdings, ob das Sinn macht, ist eine andere Frage. Ich weiß nicht, wie jetzt hier die Regeln sind. Kann ich noch meine Fragen stellen? Oder vielleicht eine noch. Okay, vielleicht erst einmal jemand anderen die Gelegenheit geben. Eine noch. Okay, wie von meinen Fragen. Wie ist die Gewichtung für AMP bei der Google-Platzierung im Vergleich zu anderen echten Inhaltsoptimierungen für die Websuche? Also zum Beispiel Schema.org und ähnliche Dinge. Wie stark fällt da AMP ins Gewicht? Und muss ich mich darauf konzentrieren? Oder kann ich sagen, ich mache jetzt hier keine Crap-Seite und sehe dazu, dass ich Schema.org habe und AMP mache ich als letztes? Oder soll ich AMP möglichst früh machen? Was würdest du empfehlen? Offiziell, laut Google, ist AMP kein Ranking-Factor. AMP an sich. Allerdings, wenn du eine Seite aufbaust, die auf einmal doppelt so schnell ist, sehr viel besser von der Usability und die eine geringere Bounce Rate hat, dann ist das natürlich positiv. Aber AMP selbst ist kein Ranking Factor. Also Schema.org trotzdem noch benutzen. Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Ja, hallo. Ich sehe das alles irgendwie ein bisschen kritisch, also weil ich meine, wenn man entwickelt, entwickelt man ja eigentlich, dass man halt entsprechend den Content und die ganzen Styling-Sachen halt entsprechend trennt. Gerade darum, wenn ich halt Content-Änderungen habe, dass ich halt nicht den ganzen Styling-Krempel, sag ich jetzt mal, einfach nochmal lädt. Also, und ich meine, das, was jetzt gezeigt worden ist, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Also ich habe quasi eine riesige Datei, die ich bei, wenn ich ein Satzzeichen ändere, komplett neu laden muss. Außer ich habe halt irgendwo Felder, die ich halt entsprechend aus dem Cache ziehe und dann halt entsprechend nur Elemente des Contents halt neu lade. Also das ist mir noch nicht entsprechend da bewusst geworden, so von wegen, dass ich halt Performance-Steigerung habe, sondern ganz im Gegenteil, ich muss bei jeder Änderung das Komplette halt neu laden. Ja, also einerseits ist es so, dass AMP ganz strenge Begrenzungen einrichtet, zum Beispiel dieses Inline-CSS, das ist auf 50 Kilobyte begrenzt. Mehr darf es nicht sein, sonst wird es nicht angenommen. Das heißt, diese 50 Kilobyte, das ist eigentlich ein ziemlich heftiges Limit. Und wenn man einfach schön drauf los stylt, dann ist man schnell an diese Grenze angekommen. Das heißt, es zwingt einen, alles strengstens zu optimieren. Und andererseits ist AMP, es ist zwar statisch aufgebaut, aber trotzdem komplett interaktiv. Die offizielle Dokumentation ist auf AMP Dev und da hat man dann auch Beispiele. Ich muss nur gucken, wenn ich hier ein bisschen runterscrolle. Da hat man dann Beispiele, wie das aufgebaut sein könnte. Und da gibt es zum Beispiel komplette Shop-Systeme, die man mit AMP aufbauen kann, wo dann alles immer noch interaktiv ist. Ich finde jetzt so auf die Schnelle kein Beispiel. Hier ist zum Beispiel ein Shop-System. Oder die letzte Seite, die ich bemerkt habe, relativ bekannter Hersteller, die sind sogar noch etwas experimentierfreudiger. Hier sieht man nicht nur, dass das eine AMP-Variante hat, wo man dann zur AMP-Variante hin und her schalten kann. Das ist dann valides AMP und das ist dann trotzdem die interaktive Webseite von BMW. Das ist dann auch so, dass die eigentliche Seite nutzt auch schon die AMP-Komponente, nur ist es dann nicht AMP-valide,
aber trotzdem sogar außerhalb von AMP nutzen die AMP-Komponenten, weil die so viele Vorteile in puncto Performance bieten. Das heißt, das ist alles so aufgebaut, dass das trotzdem schon Sinn macht. Und da, wo es keinen Sinn machen würde, alles immer wieder zu übertragen, da kann man trotzdem das dann interaktiv machen, wenn man das will. So, ich glaube, die Zeit ist um. Ja. Ihr könnt mich gerne draußen einfach ansprechen, dann können wir diese Diskussion weiterführen. Super, ganz herzlichen Dank, Alain.